Hallöchen zusammen, Ingo hier und ich wünsche euch ein schönes neues Jahr 2017. Wie ihr seht, ich bin nicht zu Hause in meiner gewohnten Umgebung, ich bin nämlich bei meinen Eltern, also eigentlich dann doch wieder zu Hause, aber ich bin gerade im Ruhrpott. Wie ihr vielleicht hört, das sind nicht die Nachwehen von der Silvesterparty, das sind die Nachwehen einer ganz fiesen und doofen Nasennebenhöhlen-Dingsbums. Ja, sowas Fieses halt. Ich lag die erste Januarwoche komplett flach. Ich bin bei meinen Eltern zu besuchen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war so der Blick über die Bettdecke. Ja, war anders geplant. Ich habe extra die Kamera mitgenommen, weil ich einige Sachen hier vorhatte. Das wird dann aber in den nächsten Wochen geschehen, weil ich jetzt einige Sachen hier nicht erledigen konnte, werde ich die nächsten Wochen nochmal hier hinkommen, weil ich suche ja hier auch gerade eine Wohnung. Und das ist dann halt nicht so einfach, wenn man 400, 500 Kilometer weiter weg wohnt. Also da muss ich jetzt häufiger dann halt hier bei meinen Eltern vorbei. Ja, und dann werde ich auch die Kamera mitnehmen und dann wird es auch mal so eine kleine Sightseeing-Tour hier geben. Das wird, glaube ich, ganz spaßig. Andere Leute nennen das Follow Me Around, ich nenne das dann Sightseeing-Tour oder so. Mal gucken. Ja, ich habe zwar die ganze Zeit im Bett gelesen, ich war aber nicht ganz untätig, ich habe nämlich auch ein bisschen gelesen. Ich fahre morgen wieder nach Hause und zu Hause fange ich an richtige Videos zu machen. Ich habe ein Buch zu Ende gelesen und das andere hat eine ganze Gruppe jetzt schon beendet. Ich bin so der kleine Nachzügler. Ich habe die 800 Seiten jetzt innerhalb von 4 Tagen gelesen. Also ich werde das heute dann noch beenden. Und dazu werde ich noch einen erzählen. Ich wollte nur ganz kurz Hallo sagen. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute für 2017. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao. Wow. Vom eigenen Klatschen erschrocken. Geil. Halt zusammen. Ich bin gerade am Schneiden und merke, irgendwie hat das Buch überhaupt gar keinen Sinn. Oder es hat überhaupt nichts mit Büchern zu tun. Deshalb noch ganz schnell. Ich hatte es in dem vorigen Segment irgendwo angesprochen. Ich habe 2 Bücher gelesen, nämlich A Long Way Down von Nick Hornby, das habe ich zusammen mit der Frenze von den Honiggurken gelesen. Ist jetzt das 3. Buch, was ich mit ihr zusammen gelesen habe. Das macht richtig viel Spaß. In so einer kleinen Gruppe dann auch mal zu lesen, finde ich richtig cool. Und das Buch fand ich richtig cool. Da gibt es ein Video zu in den nächsten Tagen. Und genauso hier, vorgestern mit fertig geworden. In 4 Tagen mal eben durchgezogen. Ich hatte ja nichts anderes zu tun, außer zu schnupfen. Ich hatte ein echtes Problem in den letzten Wochen in den Lesegruppen mitzuhalten.
Das hier zum Beispiel war so ein Kandidat, der dritte Teil von Der dunkle Turm. Da wollte ich unbedingt, weil ich habe die anderen zwei gelesen, die davor. Aber ich habe nicht dazu die Zeit gefunden. Und dann war ich krank und habe das Buch in so einem Fieberwahn gelesen. Da gehe ich aber nochmal in der Buchvorstellung drauf ein. Übrigens, dazu wird es keine richtige Buchvorstellung geben, sondern ich werde nur einen Spoiler-Talk machen. Ich habe mir das überlegt. Eine Buchvorstellung macht in dem Fall, also in der Dunklen Turmreihe, überhaupt gar keinen Sinn, weil da wird ja dann gespoilert. Also, das geht ja gar nicht anders. Wie soll ich da ein Buch vorstellen? Von daher, das wird ein reiner Spoiler-Talk. Wird halt für Leute interessant, die es gerade gelesen haben. Vielleicht auch mit mir zusammen in der Lesegruppe von Toto mitgelesen haben. Da sind wir ja jetzt durch. Und da werden ja so die ein oder anderen Videos dann halt auch noch auftauchen. Ja. Das waren die beiden Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe gerade ein neues angefangen. Ich brauchte mal wieder was Kurzes, Schnelles, Kleines, Lustiges. Es ist kein Christopher Moore, keine Angst. Ja, habe ich gestern Abend angefangen. Wird ein paar Tage dauern, bis da was kommt. Aber da kommt was. Wie gesagt, die beiden. Ups. Sowieso. Ja, was haben wir jetzt gesehen in dem Video? Ein Feuerwerk. Robot-Idylle, einen kranken Ingo und ein bisschen Autobahn. Ja, und das jetzt hier. Ja, muss reichen fürs erste Video im neuen Jahr. Ich werde jetzt ein bisschen weiterschneiden, das Video fertig machen und wenn hoffentlich nachher oder morgen dann Internet wieder da ist, werde ich dieses Video hier hochladen und dann zu den beiden einen erzählen. Da freue ich mich drauf. Vor allem freue ich mich auch drauf, was die anderen Leute, die es mitgelesen haben, hierzu zu erzählen haben. Weil da bin ich echt hin und her gerissen. So viel kann ich da schon mal, glaube ich, zu verraten. Punkt. Ciao.